Meine Kinder haben ein Jahr lang als Leibeigene gedient. Als Leibeigene. Dabei sollten sie Adlige sein. Wenn Träume Geld brächten, würden wir alle nichts anderes mehr tun. Wollt ihr etwa sagen, das hier ist real? Dann ist es ja kein Wunder, dass ich nicht aufwachen kann. Ich dachte, dieser Ferelden, mit dem ihr davongelaufen seid, war ein Magier, kein Hofnarr. Eure Mutter hätte eigentlich den Comte de Lancey ehelichen sollen, aber sie musste ja stattdessen mit irgendeinem fereldischen Abtrünnigen davonlaufen. Wer so etwas tut, sollte einfach nicht damit rechnen, besonders beliebt zu bleiben. Wo ist Vaters Testament? Wenn ich es selbst sehen könnte. Es ist nicht hier in Ordnung. Es wurde gelesen und dann in die Schatzkammer gebracht. Es gab keinen Grund, warum es sich irgendjemand noch einmal ansehen sollte. Hat Großvater meine Mutter in seinem Testament überhaupt erwähnt? Unser Vater ist gestorben, als ihr fast noch in den Windeln lagt, Mädchen. Da könnt ihr wohl kaum erwarten, dass ich mich noch daran erinnere. Aber nein, natürlich nicht. Warum solltet ihr nicht auch mal etwas Vernünftiges tun? Sieht aus, als wäre das ein Wunderpunkt. Was steht dort drin, das wir nicht sehen sollen? Gar nichts. Aber ihr werdet das verdammte Ding trotzdem nicht zu Gesicht bekommen. Es ist noch immer dort oben im Anwesen unter Verschluss. Und das bedeutet, es ist weit außerhalb meiner Reichweite. Welcher verblödete Bastard würde so etwas zurücklassen? Es war einfach nicht mehr wichtig. Oder denkt ihr etwa, ich hätte hier 25 Jahre lang herumgesessen und darauf gewartet, dass Leandra zurückgekrochen kommt? Wer hat das Anwesen gekauft, Gamlin? Vielleicht könnte ich ja mal mit ihnen sprechen. Waren es die Reinhards? Niemand, den ihr kennt, Schwester. Also gewöhnt euch lieber an die Unterstadt. Denn genau hier werden wir bleiben. Die Scheuerbürste wurde noch nie benutzt. Ich glaube, derselbe Käse war schon vor einem Jahr hier. Was sind das für Flecken? Offenbar versucht der Hund, sich aus dieser Hütte herauszugraben. Das kann ich ihm nicht verübeln. Beim Erbauer, was für ein Chaos. Ich will Mutter ein besseres Leben bieten, aber Gamlin hat einige Sachen gesagt. Es fällt mir schwer, ihn zu hassen. Im Leben einer anderen nur der Verwalter zu sein, immer im Schatten, das ist doch kein Leben. Und los geht's! Wenn du darüber streiten willst, wer am meisten verloren hat, bitte. Aber ich habe nie hier gelebt. Mutter hat mir sogar ihren alten Schlüssel gegeben, um die Sache voranzutreiben. Aber ich habe Großvater nicht gekannt. Sein Testament zu finden bedeutet mir nichts. Du willst eine Verbindung und genau die werden wir hier finden. Die vormals mächtigen Emels? Ein Haufen Sklavenhändler entleert sich über dem Staub früheren Ruhms. Was hast du denn gehört? Onkel ist ein redseliger Trunkenbold. Er steckte bis zum Hals in Schulden und hat alles überschrieben. Daher der jetzige Besitzer des Anwesen. Der größte Weinkeller von Kirkwall ist heute ein Sklavenweg aus der Tiefstadt. So sieht das Vermächtnis der Familie aus. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mich macht das wütend. Endlich sind wir uns mal einig. Vergessen wir mal alles andere. Was würdest du mit den Sklavenhändlern tun? Es gibt nur eins, was diese Leute verdienen. Endlich sind wir uns mal einig. Also gut, Schwester. Wenn der Schlüssel sperrt, räumen wir das Anwesen von der Tiefstadt bis hinauf zum Fürst auf. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich würde mich gerne mit Ihnen anlegen. Thank you.
geht mir aus den Augen. Eure Mutter ist schon schlimm genug. Da brauche ich nicht auch noch euer Genörgel. Schlaf ruhig weiter. Wenn wir die tiefen Wege erstmal hinter uns haben, werde ich mir einfach alles kaufen. Hawk! Lange nicht gesehen, meine Liebe. Na, wenn das nicht Worthy ist, der verschlagenste Zwerg in ganz Sedas. Ich bin allein der Wahrheit verpflichtet. Ihr arbeitet doch nicht mehr für Ethanwell, oder? Euer Jahr müsste inzwischen doch schon um sein. So wie es aussieht, gehe ich wohl unter die Entdecker. Davon habe ich gehört. Bartrand ist zwar nicht einfach, aber seine Informationen sind meistens ziemlich gut. Nicht einfach? Das ist leicht untertrieben. Ich sag euch was. Ich habe immer noch meine alten Kontakte. Wenn ihr also jemanden braucht, der für euch Runen herstellt, kann ich das arrangieren. Passt auf euch auf, Hawk. Lasst euch nicht töten. Geld auszugeben? Wie wär's mit dir? Sebastian, beendet diesen Wahnsinn. Die Kirche kann Rache nicht gutheißen, Sebastian. Es ist mein Recht, ja, meine Pflicht, diesen Meuchelmördern zu zeigen, dass sie sich nirgends in den freien Marschen verstecken können. Das ist Mord. Nein, was mit meiner Familie geschah, war Mord. Wie lange muss ich denn noch warten? Wie lange muss ich denn noch warten?